Genau, dem Dannhoff hat weiterhin sein Unternehmen an der Ferse seit Saarbrücken, mit dem das hartnäckig ist, dass es nicht besser wird. Das wird noch eine Weile dauern, leider. Und Moritz seit dem Spiel VfB mit seiner alten Stelle, die schon immer Probleme macht, dann auch weiterhin nicht im Training. Insofern werden beide jetzt nicht dabei sein für morgen. Ansonsten sind alle fit? Genau, ansonsten sind alle einsatzfähig und bereit. Ja, zunächst mal gibt es nichts zu beschönigen. Wenn man drei Spiele nicht gewonnen hat und 0 Punkte hat, ist der Start natürlich nicht der gewesen, den wir uns vorgestellt haben. Potenzial haben wir in allen Bereichen. Wenn wir 0 Punkte aus 3 Spielen haben, dann ist kein Bereich, obwohl die statistischen Werte alles andere zeigen, dass wir oft das letzte Spiel kommen, mehr als der Gegner, Expected Goals, letzten beiden Spiele, so wie das Statistiken sind, eigentlich auf einem guten Weg. Fakt ist, dass wir jetzt 3 Spiele verloren haben. Ja, und wenn man natürlich sieht, dass wir aus 19 Torschüssen aufs Tor nur 2 Tore ziehen, der Gegner aus 12 Torschüssen 7 gemacht hat, also inklusive Meter aus den 2 Spielen, dann weiß man, dass wir in Strafräumen zielstrebiger sein müssen, giftiger werden müssen, dass wir williger werden müssen, Tor zu erzielen, williger das Tor zu verteidigen. So schnell wie möglich unsere ersten 3 Punkte entholen. Also ich glaube, es gibt wenig Mannschaften in der dritten Liga, die so eine Fanbase auch im Auswärtsspiel haben. Und da sind wir natürlich erstmal froh drum und dankbar drum. Ich meine, es besteht dieser Verein, der riesig ist, eine riesen Fanbase hat und auch die Ambitionen, die da sind, natürlich erfolgreich zu sein. Und da sind wir froh drum, also um jeden Fan, der ins Stadion kommt. Aber wie gesagt, wir sind primär in der Verantwortung als Mannschaft, das vom Platz auf die Ränge zu übertragen. Und dennoch werden wir im Stadion sehr, sehr viele Löwenfans haben. Und das ist natürlich gut für uns. Ja, trotzdem gibt es da auch wieder 3 Punkte, die es in jedem Spiel gibt, dann auch zu bestreiten und zu erkämpfen und zu arbeiten. Ja, und das liegt im Fokus. Vollattacke. Ja, Ingolstadt hat sich selbst dann an zum Aufstiegskandidaten. Ja, genau. Ja, wir haben das 4-2-2-2, das auch übrigens auch Ingolstadt spielt. Das ist jetzt nicht meine Kernkompetenz. Ach so, haben tatsächlich im letzten Spiel 3-4-1-2 dann als System B, als Plan B gearbeitet und haben immer noch das 4-2-3-1. Also sind wir gerade dabei, drei Systeme auch zu spielen. Aber nochmal, es geht nicht um die Grundordnung. Es geht eher um die Verhaltensweisen in der Position, in der Ordnung. Ja, und das ist viel wichtiger als eine Raumaufteilung auf dem Platz, die auch fluide und sich verändern kann. Und habe ich das richtig verstanden, dass der Mannschaft eher das Wollen fehlt als das Können? Sehe ich ganz anders, tatsächlich. Nee, das haben Sie nicht richtig verstanden. Ich habe das Wollen fehlt dir nicht. Wenn wir 130 Kilometer gelaufen sind, letztes Spiel, kann es nicht am Willen liegen. Wenn wir 130 Kilometer läuft in einem Spiel, das heißt A, will ich und B, kann ich. Aber nochmal, Will ist da, laufen kann die Mannschaft. Es geht darum, wie gesagt, in beiden Strafräumen da die Sinne zu schärfen und viel zielstrebiger zu sein. Wir haben René Vollert, der kommunikativ ist. Wir holen dann gegen Ingolstadt unseren ersten Dreier und legen dann gegen Dresden ab.